Hey ho und willkommen zu meinem nächsten Video. Ich musste mit euch über Kleider reden. So, also als Kind war es so, dass meine Mama immer Secondhand-Kleidung gekauft hat, weil das war einfach, weil sie gesagt hat, das ist viel besser, da sind die Schadstoffe schon rausgewaschen und so schnell wie Kinder wachsen, lohnt sich's nicht, neue Klamotten zu kaufen. Ja, meine Mama war schon immer ein Sparfuchs. Und ja. Und dann, als ich älter wurde, haben wir halt meine Kleidung gekauft und wir sind dann oft zu Trigema, weil da hat man wirklich gute Qualität bekommen und die T-Shirts, die halten unglaublich lang. Also die Klamotten halten ewig gefühlt. Also zumindest die, die ich damals gekauft habe, die waren echt unglaublich stabil und gut. Ich trage da Klamotten von damals noch heute, also es ist wirklich, ich kann mich da nicht beschweren. Ja, und als ich dann nochmal ein bisschen älter geworden bin, habe ich dann Klamotten gar nicht mehr so viel getragen und habe dadurch ein unglaubliches Ersparnis für mich entdeckt, weil ich bin ja jemand, ich trage am liebsten bloß so ein T-Shirt und darunter dann halt meine Unterwäsche und dann laufe ich so durch die Wohnung. Weil ich mir einfach, und es ist jetzt Sommer und Winter, wo meine Großmutter und meine Mama immer sagen, und nachher hast du dann Erkältungen. Dabei sind Erkältungen gar nicht wirklich temperaturabhängig, sondern die haben was mit Viren und mit Bakterien zu tun. Also kann man nicht vergleichen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann irgendwann immer weniger Kleidung gebraucht habe. Aber dann, als ich wieder noch mal ein Stückchen älter geworden bin, habe ich mir gedacht, wenn ich Kleidung kaufe, dann möchte ich zumindest Kleidung kaufen, von der ich weiß, dass sie für mich nachhaltig ist. Und deswegen trage ich am allerliebsten inzwischen wieder gefühlt Secondhand-Kleidung, weil ich trage oft so alte T-Shirts von meinem Papa auf oder von meiner Mom oder eben auch von meiner Oma alte Klamotten. Und ja, das finde ich für mich ist so eine richtig gute Lösung und somit bin ich eigentlich wieder bei meinem Ursprung. Ich bin von Secondhand-Kleidung wieder zurück zu Secondhand-Kleidung. Und ja, das finde ich gut. Und das mag ich auch so. Ja, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.